Core Gamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys und willkommen zu Need for Speed. Heute diesmal ohne den guten Soul. Und ja, ohne den guten Soul. Wow, es ist was passiert. Mein Internet ist da, endlich. Und ja, wie soll es denn anders sein? Neue Wohnung und alles, ne? Und es halt ja noch ein bisschen. Aber nicht so schlimm. Weil die Tage kommt noch der ganze Rest. So, ich habe mir heute vorgenommen, dass wir eine andere Karre fahren. Diesmal was Deutsches, habe ich mir gedacht. Und zwar den BMW E30. Ich weiß nicht, der hat es mir irgendwie angetan. Und dafür müssen wir uns leider von unserem Evo trennen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Evo ist nicht schlecht, ne? Was das Tuning angeht. Und ich glaube, ich habe auch wieder Bock auf Tokyo Drift. Den ziehe ich mir auch hiernach wahrscheinlich rein. Nur halt bin ich irgendwie gerade voll auf den 80er-Jahre-Trip gekommen und ich weiß auch nicht wieso und deswegen muss es jetzt auch ein E30 sein. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Weil 97.000, das ist ein bisschen wenig. Vielleicht müssen wir uns noch unseren Porsche hier verkaufen. Unser Grip Monster. Aber das würde ich ungern machen, sonst fahren wir noch ein paar Rennen. Was ist der Wert? 27.000. Ja, schauen wir mal. Zu Beginn der Folge wieder was zum Tunen. Ist doch geil. So, als erstes motortechnisch kriegt er sowas voll auf die Fresse. Wir können jetzt nicht das Beste vom Besten einbauen, aber wir können da schon mal ein bisschen was machen. So, Leistung, beim Drift-Auto müssen wir ja gucken, dass wir die Leistung und, ja, Top-Speed ist nicht so, wie soll man sagen, Top-Speed ist nicht so wichtig dafür halt die Leistung und das Drehmoment, was das Ding auf die Straße bringt. Schauen wir mal. Und ja, ich kann euch sagen, ne, wenn ihr umzieht, Alter, es ist so ein Abfuck. Sage ich euch jetzt schon. Vor allen Dingen erste Wohnung alleine. Komplett für den Arsch. Also, ich habe mir schon viel Plan gemacht und sehr viel vorgenommen, beziehungsweise sehr viel halt durchgedacht und alles sehr viel vorher angemeldet, Internet und. Aber trotzdem kam es nicht wirklich so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das war schon so, oh nee, Alter. Haben wir jetzt. Komm, den für 5 nehmen wir. Weil wir wollen auch noch ein bisschen Optik-Tuning machen. Wenigstens Fahrwerk und Felgen. Nitro brauchen wir auch noch. Dann nehmen wir eine größere Flasche. Fahrwerk. Nehmen wir natürlich das voll einstellbare. Differential ist auch natürlich wichtig. Na komm mal, das wird knapp mit der Kohle. Das wird extrem knapp. 6.000 haben wir, ja komm, die Bremse nehmen wir. Eine voll einstellbare Handbremse brauchen wir. Voll einstellbare Stabilisatoren. Dann haben wir soweit alles. 831 PS in E30. Ja, es geht. Geht gut klar. 3.000 jetzt noch für Optik-Tuning. Ich weiß, da können wir nicht viel machen. Wieso ich auch auf den E30 komme? Wir waren letztens noch im Kino und haben uns auch noch Atomic Blonde dran gezogen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit ist das komplett überhand genommen bei mir. Mit der... Ja. Kaufen wir. Das kaufe ich für einen Dollar. Ja, irgendwie ist das komplett... Was sind das von Felgen? 50-52 SC, okay. Dass das nicht an allen Felgen sofort anbringt, ne? Ja, das ist halt so, ne? Finde ich.
Weil irgendwie ist das schon cool, aber auch wir machen natürlich volles Mafia-Car. In allen Felgen anbringen bitte. Komplett schwarze Felgen, ja komm, hatten wir eigentlich noch nie. Nein, an allen Felgen bitte. Felgengröße. Vorne auch noch die Felgengröße ändern. Ja, danke. Nein, nein. Ja, möchte ich. $582. Da haben wir nicht mehr genug Geld für. Machen gerade hier Low-Budget-Tuning vom Feinsten. Schade, dass das gesperrt ist. Zurück in der Zukunft wäre auch sowas, was ich mir noch geben könnte. So vieles könnte ich mir noch geben. Leute, 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 Leute. Na, scheiße. Nein, nein, wir brauchen keine Musikanlage in der Karte. Erstaunlich wenig kann man hier am E30 verändern, ey. So, $102 haben wir noch. So tief wie es nur geht. Ich glaube, da können wir nicht mal die Farbe ändern. Negativer Sturz von beiden und mittig. Das bestätigen wir mal. Wir haben nicht genügend Mittel, ja, ich weiß. Komm, die Scheiben können wir auch noch tönen, komplett. Das kostet uns auch nichts. Ein White Body könnten wir machen, aber dafür haben wir auch nicht die Kohle. So. Dann gehen wir noch natürlich auf Drift. Nicht so extrem. Das muss ja noch ein bisschen Challenge sein. Also natürlich nicht. Ich weiß nicht, wieso der diese scheiß Assistenten immer wieder aufmacht. Natürlich vollgesperrtes Differential. Dafür brauchen wir mehr vorne. Ja, ein bisschen weicher. Aber nicht zu weich. Stabilisatoren machen wir ein bisschen steifer dafür. Das geht auf Leistung, Nitro. Manuell schalten aus, alles klar. Nur was ich mich auch noch frage, Leute. Damals wurde doch angekündigt, dass... wie heißt es? Die PC-Vision auch Neons und so alles bekommt. Aber ich habe bis heute noch keine Neons gefunden in dem Game. Kann sein, dass ich mich auch täusche, aber bis jetzt habe ich nichts gefunden. Mal schauen. Es ist so ein richtiger 80-Fucker. Ja, ich weiß nicht, in letzter Zeit ist es ganz komisch mit mir. Deswegen. So ein richtiges Mafia-Car haben wir hier gebaut.
Dann machen wir ein bisschen die Risky Devils nass. Um zu sagen, ey Leute, passt auf, unser E30, der bumst alles weg. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wie gesagt, viel von dem Spiel haben wir auch nicht mehr. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch die ganzen Challenges mit Robin machen. Dann kriegen wir noch einen Anruf, irgendwie sowas. Und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Dann müssten wir nur noch die restlichen Teile sammeln. Ich glaube, wir brauchen noch 3 Donuts, 2 Fahrzeugteile, soweit ich weiß. Und noch Eddie's Challenge müssen wir... Ne, Eddie's Challenge haben wir auch schon fertig. Ja, so viel fertig gemacht bei Soul. Meine Fresse, du. So. Alles durchgenommen, sehr gut. Ist ab zu den Risky Devils hier hoch. Die Karte ist ja auch soweit Standard von außen, aber sie gefällt mir jetzt schon. Kommt noch ein bisschen schwerlastig in den Drift rein, aber das ist ja auch so gewollt von mir. Weil sonst haben wir das Problem, dass er zu schnell ausbricht, finde ich. Also dass die Autos, wenn die zu sehr auf Drift sind, zu sehr ausbrechen. Und muss das schon gut sein, um das zu kontrollieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich schlecht bin, aber ich will auch noch ein gewisser Maß der Kontrolle haben, weil zum Beispiel, wenn ich das jetzt so habe, habe ich gemerkt, dass ich dann besser den Drift einleiten kann und auch halten kann. Weil bei den anderen Optionen habe ich auch privat ein bisschen geguckt, das ist grausam. Wenn du voll auf Grip gehst, ist das irgendwie so ein Teil wie auf Schienen. Hört sich gut an, ist aber nichts. Für größere Geschwindigkeiten ist das totaler Müll und beim Drift genauso. Je langsamer du dann wirst, desto schwerer musst du den Drift einleiten und das ist kompletter Nonsens, was sie hier gebaut haben. Und ja, Nonsens ist auch ein gutes Stichwort wegen Need for Speed Payback. Also wie gesagt, ich hatte ja schon öfters mal angemerkt in Let's Play, dass das Spiel einfach nur ein, sag mal schnell, Scene-Massaker wird. Also hier Quicktime-Events, also sowas wie Need for Speed The Run versuchen die jetzt wieder, nur auf Fast and Furious-Basis. Wundert mich, dass wir erst jetzt damit kommen. Weil ich hatte schon damals Befürchtungen bei Need for Speed The Run, dass das so eine Art Need for Speed Up bzw. Fast and Furious abklatscht wird. War es dann letztendlich nicht, hat was versucht, was Eigenes zu machen. Und da war es, glaube ich, es war nicht schlecht. Auf jeden Fall von der Erzählung her, von der Story her war es nicht schlecht, aber es war sehr ungereimt. Also du hattest im Spiel irgendwie so schnell, so abklatscht, so Klischees abgeklatscht. Das war nicht mehr feierlich. Übertrifft die Vorgabe mit den Risky Levels, ja, alles klar, machen wir, kein Thema. Ach ja, ich habe das Spiel bis heute noch nicht einmal deinstalliert, weil, dicke Eier. So müssen wir jetzt raten und gucken, wie wir... Okay, der ist durch uns durchgebackt, nice. So müssen wir jetzt raten und gucken, wie viel wir kriegen an Punkte. Da ist ja zwar ein Drift-Train und alles, aber ich hasse das, in der Gruppe zu driften, und mit der KI. Ich weiß nicht, ob das gezählt hat oder nicht. Ich hoffe schon. AJ, wie geht's dir, AJ? Mir geht's gut. Das war ein Nicht-Nacht. Da sind wir wieder. Nach kurzen technischen Schwierigkeiten, wie hätte es auch anders sein können? Reibungslos aufnehmen? Nein, das ist was für Anfänger. Deswegen. Du gehörst jetzt zur großen Show, also lass uns starten. Deswegen gehören wir zur großen Show und können starten mit den Risky Devils. Und schauen wir mal, ob die Aufnahme diesmal uns abkackt.
Ohne Scheiß, wenn das wieder tut, ey, ich hol mir eine andere Capture-Card. Das ist irgendwie kein Drift-Train, das ist irgendwie so Massen-Lobby, ey. Ich würde komplett ausrasten, wenn ich mit so einem M2 oder so, so einem Wagen, was über 50.000, 60.000 Euro wert ist, wenn auf einmal so behinderte Wichser bei mir in der Nähe mich so massakrieren mit den Autos. Scheiße. Ja, ich bin bei der Gruppe, hallo? Er sagt, nein, bist du nicht? Doch, bin ich, hallo. Ich bin bei der Scheißgruppe. Na komm. Das ist totaler Abfuck, ne? Bist du zu weit von der Gruppe entfernt, machst du keine Punkte. Na komm. Will er mir erzählen, dass ich nicht bei der Gruppe war? Schön, schön bei Robin. Die BMWs halten das Heck auf. Also das Schlusslicht sind die BMWs auf jeden Fall. Wie man hier schon schön sehen kann. E30, ein M3 und ein M2. Ich hasse das. Wenn der eine dich wegkickt, und dann passiert sowas. Wie gesagt, die KI ist sowas von aggressiv ausgelegt. Selbst bei Driften ist das totaler Bullshit, was hier passiert. Guck mal, er ist jetzt noch in Sichtweite und sagt mir, ja, du bist nicht mal bei der Gruppe. Hallo, willst du mich verarschen? Wem willst du das denn erzählen? Und verkackt. Oh, nee, es geht gar nicht. Vor allen Dingen, die warten dann ja nicht auf dich, weißt du? Du als Spieler musst auf die Gruppe warten, aber die Gruppe auf dich, wenn du hinten bist, wartet nicht. Das ist total behindert. Der wird schön, der wird schön. Ist noch zum Schluss so ein paar Punkte machen. Wir müssen ja die Vorgabe übertreffen. Kacke. Jetzt sehe ich zwei Gates noch und dann sind wir auch schon durch. Das war das Ziel. Haben wir es übertroffen? Zielpunktestand 150. Haben wir gewonnen? Haben wir nicht gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend schon. Schön. Fehlgeschlagen. Okay, scheiße. Guter Lauf. Achte beim nächsten Mal nur auf. Als Maul. 137 haben uns gefehlt. Scheiße, dass wir jetzt nicht ebenso schnell. Egal. Dann müssen wir auch an dieser sehr nationalen Stelle sagen, see you guys und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit Need for Speed. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.